Lebensraum Meer. Nicht nur durch den Klimawandel wird er immer schnelleren Veränderungen ausgesetzt. Auch die Globalisierung macht vor unserem größten Ökosystem nicht Halt. Neben den sensiblen Küstenzonen wird auch das offene Meer zunehmend zu einem Wirtschaftsraum mit unterschiedlichsten Nutzungsansprüchen. In der Graduiertenschule Gloma werden junge Natur- und Geisteswissenschaftler gemeinsam ausgebildet, um den Herausforderungen, die der globale Wandel der modernen Meeres- und Küstenforschung stellt, zu begegnen. Man möchte natürlich den Küstenraum für den Naturschutz nutzen, für den Tourismus nutzen, für die Wirtschaft nutzen, für die Energiegewinnung. Und das wird versucht, alles unter einen Hut zu bringen oder muss in Zukunft versucht werden. Das ist alles noch in den Kinderschuhen. Und das ist etwas, wo letztendlich auch unsere Graduiertenschule ansetzt, dass sie versucht, die jungen Wissenschaftler dahingehend auszubilden, dass sie ein ganzheitlicheres Betrachtungsfeld für diese ganze Problematik bekommen. Zum Beispiel die juristischen Regelungen für die Nutzung der Weltmeere. Nur Rechtswissen reicht dafür nicht aus. Ich lerne den ganzen Tag von Naturwissenschaftlern, wie die Dinge, die ich regeln soll und die ich in Gesetze oder mit Gesetzesmaterie in Zusammenhang bringen soll, wie die eigentlich funktionieren. Und dadurch wird meine Arbeit, meine fachliche juristische Arbeit, besser. Der Doktorand Martin Lukas ist Geograf und ist beteiligt an einem indonesisch-deutschen Forschungsprogramm. Sein spezielles Interesse gilt einer Lagune auf Java. Dieses Ökosystem hat sich in den letzten nur 150 Jahren dramatisch verkleinert. 60% der schnell wachsenden Bevölkerung in Indonesien lebt im Küstenraum und ist abhängig von den Ressourcen des Meeres. Vor dem Hintergrund dieser rapiden Umweltveränderung und der Ressourcendegradierung ist es enorm wichtig, Ansätze für ein angepasstes Küstenmanagement, für ein angepasstes Ökosystemmanagement zu finden. Mit einem konzentrierten Ausbildungsprogramm ermöglicht Gloma den Doktoranden eine zielgerichtete Weiterbildung. Der Geograf Martin Lukas kann sich dabei das ökologische, juristische und soziologische Grundwissen aneignen, das er für seine fächerübergreifende Arbeit braucht. Und bei ihm kommt sogar noch ein Indonesischkurs dazu. Ich sammle Daten in Form von Literatur, in Form von historischem Kartenmaterial. Ich führe Interviews durch mit Leuten in der Lagune, mit Vertretern von Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, organisiere Fokusgruppen. Und ja, zurück hier in Bremen werte ich das Material dann aus. Internationale Erfahrungen sind ein Grundpfeiler der Ausbildung bei Gloma. Stefanie Kusch war zu einem mehrmonatigen Forschungsaufenthalt in Japan. Ausländische Kolleginnen und Kollegen forschen regelmäßig in Bremen. Stefanie Kusch untersucht ein wertvolles Klimaarchiv, die Ablagerungen am Meeresboden. Die Juniorprofessorin Gesine Mollenhauer betreut sie während ihrer Dissertation. In meinem Fall war das jetzt so, dass ich diese Art Arbeit überhaupt nicht hätte machen können, wenn ich nicht nach Japan gegangen wäre, weil das die einzige Gruppe ist, die an dieser Thematik arbeitet. Im Zuge der Internationalisierung der Ausbildung gehören längere Forschungsaufenthalte im Ausland und die aktive Teilnahme an internationalen Konferenzen zum Ausbildungskonzept der Bremer Graduiertenschule. So werden die Nachwuchswissenschaftler schon früh in die internationale Wissenschaftlergemeinschaft eingebunden. Im letzten Jahr ihrer Doktorarbeit nimmt Stefanie Kusch außerdem an Plan M teil, einem Mentoring-Programm für junge Wissenschaftlerinnen. In diesem Programm wird sie von einer erfahrenen Professorin in Heidelberg in allen Fragen der wissenschaftlichen Karriereplanung unterstützt und beraten. Es geht dann darum, einen engen Eye-to-Eye-Kontakt, dass man sich zu mehreren Gesprächen trifft, wo man dann die essentiellen Dinge lernt oder miteinander bespricht, die man besprechen möchte. Das ist für jede Teilnehmerin, sind das andere Punkte und es wird sehr flexibel gehandhabt. An der Graduiertenschule in Bremen wird sehr viel Wert auf eine individuelle Unterstützung der Doktoranden gelegt. Eine Familie zu gründen soll hier kein Hindernis für die weitere wissenschaftliche Karriere sein. Mich selbst hat Gloma unterstützt, indem ich ein halbes Jahr Verlängerung für meinen Vertrag bekommen habe, wegen meiner Vaterschaft, was einem natürlich die Möglichkeit gewährt, sich stärker auf seine Doktorarbeit zu konzentrieren und gleichzeitig die Familie nicht zu vernachlässigen. Was für mich wirklich mitentscheidend war, jetzt schon eine Familie zu gründen.
Weitere Unterstützung erhalten die jungen Eltern bei der Suche und Finanzierung von Krippen- und Kindergartenplätzen. Das gibt auch Markus Eisele die Möglichkeit, sich auf Forschung und Familie zu konzentrieren. Er untersucht, unter welchen Umweltbedingungen Kaltwasserkorallen im Atlantik besonders gut gedeihen, beziehungsweise unter welchen Bedingungen sie verschwinden. Das Interessante daran ist, dass wir im Moment vor der Küste von Irland bis hoch ans Nordkap sehr vitale Korallenökosysteme haben, wohingegen wir im Golf von Cadiz vor Spanien oder vor der Küste von Mauretanien ausschließlich tote Korallen vorfinden. Warum das so ist, versucht Markus Eisele im Rahmen eines europäischen Forschungsschwerpunkts herauszufinden, der sich mit sensiblen Tiefseeökosystemen befasst. Denn selbst in Wassertiefen von 1000 Metern und mehr greifen wir Menschen in das sensible System Meer ein. Tiefsee- und Küstenforschung. Bei GLOMA geht das Hand in Hand. Die Küstenzonenforschung oder das, was wir auch an Forschung machen, was unsere Doktoranden an Forschung machen, das ist eigentlich erstmal die Grundlagenforschung, und die ein Wissen generiert, das wir brauchen, um die Küstenzone zu managen. Wir können es uns nicht erlauben, diesen Naturraum kaputt zu wirtschaften. Wir müssen Schutz- und Nutzungsinteressen miteinander vereinbaren. An der Bremer Graduiertenschule GLOMA werden Natur- und Gesellschaftswissenschaftler ausgebildet. Sie entwickeln dabei ein interdisziplinäres Verständnis für die offenen Forschungsfragen zum globalen Wandel an den Küsten und in den Meeren. Den jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geht es dabei buchstäblich um Meer.